Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Stoffmengenkonzentration berechnen. Als wichtiges Vorwissen solltet ihr die Begriffe Mol, molare Masse, Stoffmenge und die Grundlagen des chemischen Rechnens beherrschen. Falls ihr das nochmal nachholen müsst, schaut in die Beschreibung, da gibt es Links zu den Videos. Die Stoffmengenkonzentration gibt eigentlich nur an, wie viele Teilchen pro Volumen gelöst sind. Machen wir das an einem Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt ein Becherglas und in diesem Becherglas ist 1 Liter Wasser. Das Volumen ist also 1 Liter. Wenn wir nun 1 Mol an Teilchen hereinwerfen, haben wir eine Stoffmenge von 1 Mol. Die Konzentration ist ja nun das Verhältnis von Teilchen zu Volumen. Das heißt, C, die Konzentration, ist das Verhältnis von Teilchen zu Volumen. Die Teilchenanzahl, die Stoffmenge, ist nun 1 Mol. Das Volumen 1 Liter. Wenn wir 1 durch 1 teilen, kommen wir auf 1 und dann Mol pro Liter als Einheit der Konzentration. Stellt euch nun vor, wir gießen einfach 1 Liter mehr Wasser in das Becherglas, lassen aber die 1 Mol Teilchen da drin. Dann ist nun die Stoffmenge immer noch 1 Mol, das Volumen aber auf einmal 2 Liter. Die Konzentration ist nun 1 Mol pro 2 Liter. Wenn wir nun 1 durch 2 teilen, kommen wir auf 0,5. Und die Einheit ist wieder Mol pro Liter. Wenn wir nun das Becherglas nehmen und nochmal 1 Mol Teilchen dazu reinwerfen, haben wir die Stoffmenge 2 Mol. Das Volumen ist gleich geblieben, 2 Liter. Die Konzentrationsberechnung wäre wieder ähnlich. 2 Mol pro 2 Liter. 2 durch 2 ist gleich 1 Mol pro Liter. Wir können also festhalten, dass die Stoffmengenkonzentration immer vom Volumen und der Stoffmenge des gelösten Stoffes abhängig ist. Das Ganze sieht aber in Aufgaben manchmal ein bisschen komplizierter aus, als es doch eigentlich ist. Ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr dürft 70 Gramm Natriumchlorid in 300 Milliliter Wasser lösen. Nun sollt ihr die Konzentration berechnen. Da es eine Konzentrationsberechnung ist, brauchen wir die Formel von eben. Die Konzentration ist gleich die Stoffmenge pro Volumen. Gegeben in der Aufgabe sind die 70 Gramm Natriumchlorid und das Volumen von 0,3 Litern. Außerdem gesucht die Konzentration an Natriumchlorid. Da wir aber die Stoffmenge brauchen, um die Konzentration auszurechnen, müssen wir auch die Stoffmenge ausrechnen. Die Stoffmenge von Natriumchlorid können wir einfach berechnen, indem wir die Masse durch die molare Masse teilen. Die molare Masse ist so gesehen auch gegeben, da man die immer ganz leicht aus dem Periodensystem ablesen kann. Für den Fall, dass ihr nicht mehr ganz wisst, wie das funktioniert, schaut euch wirklich nochmal die Videos aus der Beschreibung an. Nun können wir ausrechnen, 70 Gramm ist die Masse von Natriumchlorid durch die molare Masse, 58,45 Gramm pro Mol, ergibt 1,2 Mol Natriumchlorid als Stoffmenge. Nun können wir ganz einfach die Konzentration ausrechnen. Und zwar die Konzentration von Natriumchlorid ist die Stoffmenge, 1,2 Mol geteilt durch das Volumen 0,3 Liter. Und somit ist die Konzentration 4 Mol pro Liter. Das war eine eher einfache Aufgabe. Die nächste wird ein bisschen kniffliger. Es sollen 0,5 Liter einer Kaliumchloridlösung mit einer Konzentration von 0,4 Mol pro Liter hergestellt werden. Berechne die benötigte Masse an Kaliumchlorid. Es geht wieder los wie immer, wir überlegen, was haben wir gegeben und was wird gesucht. Gegeben ist auf jeden Fall das Volumen von 0,5 Litern. Außerdem die Konzentration von 0,4 Mol pro Liter. Gesucht ist die Masse an Kaliumchlorid, also klein m. Da es sich um eine Konzentration handelt, können wir auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass wir diese Formel brauchen. Nun können wir hiermit aber nicht die Masse ausrechnen, sondern nur die Stoffmenge. Aber ihr wisst ja sicherlich, mit der Stoffmenge kann man auch die Masse ausrechnen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall anscheinend auch die Stoffmenge. Um nun mit dieser Formel die Stoffmenge ausrechnen zu können, müssen wir sie einmal umformen. Und zwar, die Stoffmenge ist gleich die Konzentration mal das Volumen. Das heißt, wenn wir nun hier einsetzen, die Stoffmenge von Kaliumchlorid ist gleich die Konzentration 0,4 Mol pro Liter, das steht in der Aufgabe, und multipliziert mit dem Volumen, das sind 0,5 Liter.
0,4 mal 0,5 ist 0,2 Mol pro Liter mal Liter. Das Liter kürzt sich weg, kommt als Einheit Mol raus. Mit der Stoffmenge können wir nun die Masse ausrechnen. Die Masse ist gleich die Stoffmenge mal die molare Masse. Die molare Masse ziehen wir wieder aus dem Periodensystem und nun können wir direkt ausrechnen. 0,2 Mol, das haben wir gerade ausgerechnet, multipliziert mit der molaren Masse, die haben wir aus dem Periodensystem, ergibt 14,91 Gramm Kaliumchlorid. Das heißt, die benötigte Masse an Kaliumchlorid beträgt 14,91 Gramm. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Bis bald.